Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mass Effect. Hier ist die Goretti und da stehe ich mit kleinen Myra Lia Padma, Gewehr geschultert, Gewehr im Anschlag, nicht geschultert, und es geht durch eine weitere Tür. Wir sind immer noch auf der Suche nach Dr. Liara Tessoni. Ups. Böse Falle. Verdammt! Ein paar Sekunden früher und ich hätte sie aufhalten können. Ist das Sekhard? Muss es wohl. Kein Hinweis auf die Daten, von denen Liara sprach. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ach, übrigens, haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche? Hallo, Liara. Liara! Etwas, das ich wissen sollte? Das ist die Frau, die mich umbringen wollte. Sie hatten einen harten Tag. Ich lasse das mal durchgehen. Warum senken Sie nicht Ihre Waffe? Ich habe Sie gesehen. Ich bin danach wieder zurückgekommen. Sie sind in mein Apartment eingebrochen. Sie wussten nicht, wo Liara war, weil sie die Nachricht versteckt hat. Ich musste sie für Sie finden. Danke für die Hilfe. Sobald sie meinen Aufenthaltsort hatte, hat sie die Männer der Shadow Broker verständigt. Die haben das Gebäude gesprengt, um mich auszuschalten. Sie hat Sekhard gefunden, seine Daten genommen und ihn getötet. Sie hat die Disk vermutlich noch bei sich. Gut geraten. Auch wenn sie nie sehen werden, was drauf ist. Rein, Blutschlampe! Oh, Liara. Das war gut. Ich würde sagen, Liaras Kräfte sind gestiegen. Und Shepard ist wie immer unvorsichtig. Alter! Das muss wehgetan haben. Liara hat sich verändert, würde ich sagen. Die 2 Jahre haben Liara richtig heftig gemacht. Alter! Liara! Sehr geil. Na klar, kommen jetzt wieder Banditen. Alles klar, dann kommt mal her. Aufpassen! Immer! Ich pass immer auf! Und du? Wow. Lauf, solange du noch kannst! Und tschüss! Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Das macht Sinn! Der ist erledigt. Komm her! Abschuss! Jetzt das stirbt man! Treffer. Ich brauche eine schlafende Deckung! Und tschüss! Puh! Es geht jetzt wieder heiß zur Sache. Alles klar. Irgendwas übersehen hier? Scheinbar nicht. Weiter geht's. War das Liara? Keine Sorge, Liara. Sie wird uns nicht entkommen. Wow. Alles klar. Tschüss. Und schon wieder einer mit einem Raketenwerfer. Wo bist du? Da. Sie sind durch meine Schiene durch. Noch. Perfekt. Perfekt, sie sind durch meine Schilde durch und du sagst perfekt? Na toll, Garus. Okay. Rücken wir weiter vor. Na klar, komm dann hier. Feindliche Drohne! Nichts kann mich aufhalten! Na dann zeig mal, was du kannst. Alter. Nein. Schlechte Decke. Stirb dahin. Betäubungsschuss bereit. Na dann, hau drauf. Lasst euch nicht fertig machen. Achtung. Noch einer mit einem Raketenwerfer. Ich hab bald keine Muni mehr. Ich
Mach es einfach und red nicht so viel darüber. Achtung, Drohnen! Alter! Geh in Deckung! Oder? Weg! Du solltest hier Deckung suchen, mein Freund! Feindliche Kampftruppen! Ah, Waffe! Die ist leer! Verdammt! Okay. Hat mich nicht mal kommen sehen. Wirklich, Garus? Sehr gut. War's das jetzt? Oder kommen da noch mehr? Ich brauche Muni. Ich brauche Munition. Warum liegt hier keine Munition? Da. Da. Und da ist noch einer. Ah, die Pistole ist auch nicht ohne. Sie hat nur allzu wenig Munition. So. Die Waffe braucht auch noch mehr Muni. Warum liegt hier keine Munition? Egal, wir müssen weiter. Dann ist das halt so. Auf geht's. Oh, Liara hält die Gute gut in Schacht, hat aber eine hundsmiserable Deckung. Was machst du, Vasir? Na klar doch. Verdammt! Mir geht's übrigens gut. Danke der Nachfrage. Also, wen nehme ich mit? Garus oder Jack? Komm, ich nehme Jack mit. Steig ein, Jack. Zwei Biotikerinnen. Na los, sie entkommt! Keine Sorge, Liara. Sie entkommt nicht. Das schaffen wir, Mädchen. Und los geht's. Da ist sie! Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Nach rechts. Nein, Moment, links. Ich bin an ihr dran. Nach links. Oh, 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 oh. Warte. Da ist sie. Da geht's schon los mit dem Fahren dieses Gefährts. Sie ist um die Ecke. Ja, ich hab's gesehen, Liara. Wir fahren doch nicht gesehen. In die Baustelle, oder? Oh, Göttin. Alter. Sie ist fast schon außer... Ich lasse sie nicht mit den Daten entkommen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir sind ja hinterher. Los, 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 los! Ich mach ja! Ja, doch! Ja, doch! Verkehr! Gegenverkehr! Wir schaffen das schon! Oh, wie ich diese Szene hasse! Sie setzt Distanzminen ein! Hab ich gemerkt. Alles klar. Dann wollen wir mal versuchen, diese gut zu umfahren. Alles klar. Sie bekommt knapp. Verstärkung. Wie ist dieses Ding bewaffnet? Es ist ein Taxi mit einem Taxameter. Großartig. Toll. Das ist ganz Truck. Toll. Ich weiß. Truck. Ich weiß. Geht doch. Ihnen macht das Spaß. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Eine Kollision bei der Geschwindigkeit? Ja, sowas soll ziemlich ungesund sein. Ich frage mich, wie viel Sprit das Ding hat. Wow. Truck! Schon wieder? Vorsicht! Geschafft! Juhu! Hallo, Vasir. Na, kriegst du es jetzt mit der Angst zu tun? Immer schön nach vorne schauen. Zu spät.
Bin auf Azur abgestürzt. Brauche Verstärkung, verdammt! Auf Azur? Verstehe. Vorsicht! Sie setzen Verstärkung. Da ist was, Sie es wagen. Los! Bald kann sie nicht gekommen sein. Sie haben die Tür blockiert! Vorsicht! Sie setzen Verstärkung ab, um uns zu bremsen. Das können Sie gerne versuchen. Wir schaffen das schon, Liara. Na los, kommt raus. Und tschüss. Hattest du Munition? Scheinbar nicht. Oh nein, da ist einer gefallen. Hier, ein bisschen Einigkeit. Gehen zwar die Medigills drauf, aber egal. Kann man nicht ändern. Feindliche Drohne! Alter! Shepard, geh in Deckung! Du bist schon mal Geschichte? Komm ich rüber? Komm ich näher ran? Hallo, mein Freund. Komm ruhig. Komm ruhig. Ich leg euch alle um. Mach es einfach, Jack. Und fall nicht wieder um. Das müsste sie ausbremsen. Wo hänge ich zur Hölle nochmal? Nimm das! Könnte langsam mal ein bisschen Munition vertragen. Alter, was war das denn? Ich schaff euch alle. Sie haben Kampfdrohnen. Egal. Da ist Munition. Jetzt muss ich da nur noch hinkommen. Ah. Tschüss. Okay. Waffe wechseln. Und runter. Na los, komm raus, du kleiner schmieriger Salarianer. Feindliche Drohne! Feinde im Anmarsch. Noch mehr? Okay, Liara ist auch gefallen. Nochmal ein wenig Einigkeit. Schon wieder. Spring rüber da, Shepard. Ah, Munition. Sehr gut. Vorsicht, Blendgranaten. Egal. Wir haben sie umlaufen. Das ist gut. Alter! Was war das? Feindliche Drohne! Kommen da noch mehr von denen? Ich brauche mehr Munition. Shepard, geh nicht in Deckung, sondern nimm die Munition. Und Liara ist schon wieder zusammengeklappt. Alles klar. Liara, wir müssen die Drohne neutralisieren. Alles steigern. Stirb! Alter! Was war das denn schon wieder? Bankterminal. Machen wir gleich. Hab ich dich. Da kommen noch mehr. Alter! Okay. Na los. Ich glaube, das war's. Wir können drüber klettern, um zu Vasirs Wagen zu kommen. Machen wir sofort. Ich habe hier noch so ein Bankterminal gefunden. Danke für die 1500 Credits. Und ich weiß, hier gibt es irgendwo an dem Wagen, glaube ich, sogar Heilung. Die hätte ich auch ganz gerne, denn wir haben einiges verbraucht. 2 Medigills dazu gefunden. Sehr gut. Dann versuchen wir mal unser Glück, Liara. Du meinst, wir kommen also hier vorbei, ja? Na los. Alles klar. Wow, was ist denn hier passiert? Lass mich bitte
Oh, Medigels. Danke. Und ein Wandsafe. Halt, das war hier. Hab dich. Und das letzte. Sehr schön. Und wir kriegen 6000 Credits. Vielen Dank. Die nehme ich doch gerne. Wo sind wir hier? Ein Gast. Hey, wir sind unbewaffnet. Wir haben nichts gesehen. Alles klar, ist alles gut. Schlüpfriges Video? Darüber kann ich mit Liara reden. Was für ein Hotel ist das? Azur. Ein Luxusressort mit einer exotischen Komponente. Azur ist in einigen Gegenden von Ilium ein Slang-Ausdruck für ein gewisses Asari-Körperteil. Wo? Hauptsächlich im unteren Bereich. Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch. Okay, Liara, alles klar. Schlüpfrig, also du meinst Prostitution, ja? Schlüpfrig, Schön. Sehr gut. Hauptsächlich im unteren Bereich. Schon klar, Liara, schon klar. Hier ist nichts. Warte, hier finden wir was. Energiezellen, danke dafür. Die kann ich vielleicht gebrauchen. Und weiter geht's. Alles klar, hier waren wir. Da sind die Gäste. Blut. Sie hat viel Blut verloren. Wir kommen ihr näher. Sie ist zäh, das muss man ihr lassen. Sie ist ein Spectre. Ja, leider. Das ist aber gerade ein bisschen laut hier. Was macht die Gute? Ah, noch mehr. Danke. Okay, wir sind voll an Medigels. Das mag mir sehr gefallen. Hier sind ganz schöne viele Loki-Max, die alle kaputt sind. Privates Datenpad, das gucke ich mir gleich an. Da geht es scheinbar weiter. Ah ja. Noch ein paar Credits abgegrast. Alles klar. Mann, Mann, Mann. Hat Vasir hier so gewütet? Und sie blutet. Und das nicht gerade wenig. Vasir, es ist vorbei. Hey du, komm hier. Wie heißt du? Marianna. Marianna, du willst doch leben, oder? Sag diesen Leuten, dass du leben willst. Bitte. Oh Mann, Vasir. Wir holen sie unverletzt hier raus, Marianna. Freut mich zu hören. Sie hätten nur weggehen müssen. Jetzt wird's hässlich. Bitte. Ich habe einen Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narben für das ganze Leben. Ich werde sie erledigen, Vasir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Soll Marianas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden, sofort. Energiezellen auch. Ist das alles? Was? Vasir, ich habe hunderte von Menschenleben geopfert, um die Destiny Ascension zu retten. Ich habe die Rachni auf die Galaxie losgelassen. Sie werden doch nicht ernsthaft ihren Fluchtplan daran aufhängen, dass ich zögere, eine Geisel zu erschießen. Sie blöffen. Jetzt, Liara. Wow. Nicht schlecht, junge Frau, nicht schlecht. Alles klar, Vasir.
Alles klar, Vasir. Dann komm mal her, wo bist du? Das war zu knapp. Chef, da vorne hin. Komm schon, Vasir. Ich werde dich kriegen. Alter, ist sie schnell. Schild ist unten. Okay, Schild ist unten. Mach nichts, Chef. Alter, ist sie flott. Bin gleich wieder da. Viel Spaß. Wirklich? Wo gehst du denn hin? Das müsste sie ausbremsen. Oh, oh, oh. Alles klar. Sehr schön. Zwei sind erledigt. Die Drohne neutralisieren. Weg. Wow, wow, wow. Alter, das ist nicht gut. Du Verflixter. Stirb. Und du auch. Geht doch. Haben Sie mich vermisst? Nein, hab ich nicht. Hast du mich vermisst? Hallo, Vasir. Daneben. Bleib doch hier. Alter, diese Biotik geht überall durch. Alles klar. Schon Vasir. Irgendwann sind deine Barrieren doch weg. Alter, schießt sie schon wieder mit ihrer blöden Biotik auf mich. Oh, wo hänge ich denn jetzt? Wo ist sie? Zurückbleiben, Schockwelle. Rein hier und Shepard umlegen, verdammt. Alles klar, du verziehst dich also schon wieder, ja? Hast du schon wieder mit der Angst zu tun, Vasir? Okay. Das Ding ist schon mal weg. Sie setzen Kampfdrohnen ein. Ich komme dir zur Hilfe, Jack. Na los, stirb da hinten. Gut, nicht nur. Der Kampf ist nicht ohne. Das muss man schon sagen. Ich brauche Muni. Raketendrohne, weg mit dir. Die Drohne neutralisieren. Das warst du? Na komm schon! Das müsste sie ausbremsen. Ich hoffe. Ich erledige sie selbst. Versuch's doch, Vasir. Alter, Shepard, sie steht direkt vor dir. Wieso schlägst du mich drauf? Ich drück doch den Kopf dafür. Okay, okay, das ist nicht gut, was hier passiert. Boah, wo ist Vasir? Ziemlich weit weg. Zurückbleiben. Schockwelle. Alter, ich sterbe und das war's. Alles klar. Wo war der letzte Speicherpunkt? Ich erledige sie selbst. Alles klar. Gut. Das klingt doch gut. Komm her, Vasir, komm her. Du dumme Hexe. Vorsicht, Schockwelle. Na warte. Nein, 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 nein! Komm schon! Nee, das ist nicht gut, wo du dich hier hinstellst, Shepard! Lauf! Wo ist Vasir? Da ist Vasir. So, komm her!
Und sie jetzt wieder hin? Wir sind unter hier Kontrolle. Vorne irgendwo. Alter! Die mit ihrer scheiß Schockwelle! Wie oft denn noch? Komm schon, Vasir! Zurückbleiben! Schockwelle! Alter! Die trifft aber auch immer! Singularität eingesetzt! Ah, geh doch in Deckung! Schockwelle, in Deckung! Ja, ich hab's gesehen. Diesmal bin ich ihr auch entkommen. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Jawohl, sie ist nicht am Boden. Sehr geil. Weg mit dir. Oh, verdammt, verdammt. Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Sie sind tot! Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Zur Hölle mit Ihnen. Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Und wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Spectres sprengen keine Gebäude voller Unschuldiger in die Luft. Aber natürlich. Wir machen uns die Hände schmutzig, damit es der Rat nicht tun muss. Die Ratsmitglieder beschweren sich über unsere Methoden, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber sie sehen nicht genau hin. Außerdem gehören sie zu Cerberus. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Terroristenfreunde schon alles getan haben? Ich weiß, wer Sie sind und was Sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Kinder in biotische Todeslager entführen. Admirale der Allianz töten, weil sie Fragen stellen. Und Sie gehören zu ihnen. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen Sie es nicht. Ich glaube, das war's mit Vasir. Ein bisschen recht hat sie ja vielleicht. Der Soni eliminieren und Daten sicherstellen. Zivile Opfer sind unwichtig. Vasir ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadow Broker sein. Er wird schon bald von Vasir erfahren, wenn er beschließt, Farron zu töten. Wir geben ihm keine Zeit dazu. Wir brauchen die Tarnsysteme der Normandy, um unentdeckt in die Nähe zu kommen. Die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind, wenn es zu spät ist. Das ist ziemlich kalt. Sie haben Unschuldige getötet. Sie wissen, was ich meine. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie was hier hinterher, ohne sich umzudrehen. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an was hier dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Wie bei Sekat. Es war Vasirs Schuld, nicht ihre. Sekat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod. Und ich würde es wieder tun. Aber ab jetzt ist alles ganz einfach. Rein, Farron holen, raus. Und jeden umlegen, der uns aufhalten will. Ist das alles? Das ist alles. Halten Sie mal eine Sekunde die Luft an. Wir springen mehrere Lichtjahre. Wir haben Zeit zum Reden. Worüber? Über uns. Shepard, ich bin wirklich froh, dass Sie hier sind. Besorgt, dass es Terminals geben könnte, die ich hacken muss? Das ist nicht fair. Sie waren tot. Ich bin wieder da. So einfach ist das nicht. Sie können nicht zurückkommen und 2 Jahre Trauer einfach wegwischen. Es tut mir leid, Shepard. Ich kann darüber nicht reden. Konzentrieren wir uns erstmal auf Farrons Rettung. Na schön. Tja, wo sie recht hat, hat sie recht. Man kann nicht einfach 2 Jahre Trauer so wegwischen. Liara, ich muss sagen, du hast recht. Und was ich euch sage, ist, dass ich genau jetzt und hier wieder einen Schnitt setze.
In der nächsten Folge werden wir dann wohl mit Liara zusammen auf weitere Missionen gehen. Und ich hoffe, ich kriege dann auch endlich mal die Möglichkeit, Liara zu steigern, damit sie auch mal richtig heftig ihre Biotik darstellt, die sie natürlich erlernt hat. Wen ich auf diese Mission mitnehme, von meinen ganzen vielen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen bis hierher, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!